Wir wollen Tabellen in Text umwandeln erstmal. Hier könnte man natürlich Folgendes machen. Jeden Teil hier entsprechend rauskopieren, nach unten setzen. Allerdings ist das hier ziemlich mühsam, bis man hier fertig wäre. Hier gibt es einen einfacheren Weg. Man markiert einfach die ganze Tabelle. Dann sagt man Layout. Das kann auch ein bisschen anders aussehen, diese Schaltfläche etwas größer. Also Tabellentool, Layout in Text konvertieren. Jetzt werden wir gefragt, wie dieser Text dann später, da wo ursprünglich die Gitternetzlinien waren, abgetrennt werden soll. Man könnte hier also sagen, durch Tab-Stops. Dann sieht das Ganze so aus. Man könnte aber auch sagen, ich möchte hier mit Komma arbeiten und dann sieht es eben so aus, dass man hier lauter Kommata hat. Das Ganze funktioniert auch in die andere Richtung, allerdings muss der Text natürlich entsprechend vorbereitet werden. Hier habe ich es jetzt natürlich schon, indem ich ja vorher schon die Tabelle hatte und hier werden die Kommas genau gesetzt. Ich muss also schauen, dass wenn ich vier Zeilen habe, hier in der Kopfzeile 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kategorien, dann brauche ich auch unten entsprechend diese 6 Kategorien. Wenn hier 1 fehlen würde, dann würde sich das auf die Tabelle so auswirken, dass sich dann praktisch alles nach links schiebt. Wenn ich jetzt also hier diese Rosengasse löschen würde, dann würde also unter der Postleitzahl in der zweiten Zeile nicht sein und beim Wohnort würde die Postleitzahl auftauchen. Ich mache das mal rückgängig und wir erstellen jetzt erstmal eine Tabelle, also Text markieren. Das funktioniert dann unter Einfügen, Tabelle, Text in Tabelle umwandeln. Jetzt werde ich wieder gefragt, welche Spaltenanzahl und welche Zeilenanzahl. Zeilenanzahl ist klar. Das sind ja nur vier Zeilen, aber hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, das passt also auch. Und dann kann ich das hier mit OK bestätigen. Ich zeige noch mal ganz kurz, was geschehen würde, wenn wir ein Komma vergessen würden. Ich mache das also jetzt rückgängig und jetzt lösche ich mal diese Rosengasse hier und mache das Gleiche also nochmal. Einfügen, Tabelle, Text in Tabelle umwandeln. Und dann passiert Folgendes. Also hier hat sich das verschoben. Hier hätten wir eigentlich die Rosenstraße und dadurch haben sich die anderen Werte nach links hier verschoben.